So. Warte mal kurz. Wo haben wir da? Haben wir da irgendwas, was brennt? Da ist sie schon entzündet. Ich habe die ganze Zeit meine Laterne nicht genommen, Leute. Ey, Kraft hat nicht. Ich auch nicht. Ah, wo ist denn die Höhle schnell hin? Na, das hat mit der Höhle nichts zu tun, glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es woanders sein soll. Es muss hier sein. Irgendwo schon. Das ist schon komisch. Wo waren wir jetzt? Warte mal, ich gehe noch mal kurz in die Höhle da rein. Ist die da irgendwo noch? Hier. So. Da ist auch nichts, da liegt ein Hammer. Hammer! Wir suchen uns hier den... Ah, Wund! Hey, war gerade aua, au, 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 au! Oh, hinter dir, hinter dir. Ah. Leute! Ah, jetzt hebst du mal das Gold auf. Jawohl. Goldbeutel aufgeben. So, ich muss was futtern, Leute. Also verdienen tun wir schon mal ganz gut hier. Ja, das schon, ja. Aber es verlieren wir eh nicht, wenn wir verlieren, oder? Nö. Jetzt habe ich gekotzt, weil ich zu viel gefuttert habe, Leute. Wahnsinn! Jedes Mal kotze ich, Leute. Du kotzt Leute? Ja, nein, das nicht. Ja, oh ja. Nö. Mir ist übel. Oh. Wo haben wir denn da jetzt die... Achso, ich habe eh die Fackel in der Hand. Am niedrigsten Gewässer. Vielleicht müssen wir da irgendwo ganz genau schauen. Weil, wenn wir nämlich die Laterne haben... Hier, schau! Oh, oh. Was hast du jetzt gemacht? Egel aufgehoben. Ja, das war, weil ich eben gebuddelt habe. Wäh! Puh, ich hab gerade den Egel gegessen. Leute! Was, hör mal, was hast du denn jetzt gemacht? Ich habe einfach mit meiner Laterne auf den Boden geleuchtet. Aber du bist am Kotzen, Alter. Ich weiß. Weil ich bin die ganze Zeit am Kotzen. So, pass auf, ich trinke mal kurz einen Schluck, ja? Es geht weiter. Der kotzt. Mann, Wahnsinn, Leute. So, Achtung. An der Vogelscheuche beim Tor gen Nordwesten ist es Zeit, umherzustreifen und nach 6 Schritten gen West-Südwesten zur Schaufel greifen. Ah, das steht auch gerade bei mir. An der Vogelscheuche also, beim Tor. Da muss irgendwo Vogelscheuche sein, Leute. So. Vogelscheuche am Tor. Ist es Zeit, umherzustreifen und nach 6 Schritten gehen West-Südwesten zur Schaufel zu greifen. Wir müssen erstmal beim Tor die Vogelscheuche. Wo bist du? Mr. Wuppi? Wo ist der Wuppi? Jetzt hör auf zu heulen und komm da hoch. Wo ist er? Was zum Hochgehen? Ah, da. Hier. Es ist so finster hier. Vogelscheuche beim Tor. Was für ein Tor? Oh, da liegt Gold. Schnell weg hier, bevor wir den Piraten kommen. Oh, Munitionsbeutel. Wir sind die Piraten. Ja, ich meine böse Piraten. Böse Jungs. Wie komme ich da ganz hoch? Oh, ja, einfach den Weg hochlaufen. Ah ja, stimmt. So, Vogelscheuche beim Tor. Ich würde sagen, wir streifen einfach mal um die Insel rum. Natürlich. Ich habe noch keine Vogelscheuche gesehen, aber das ändert sich. Vogelscheuche beim Tor. So, ist da irgendwo eine Munitionskiste noch? Ach, da. Ach nee, das bist du. Das bin ich, ja genau. Was haben wir denn hier? Da geht's runter.
Vogelscheuche beim Tor. Aha, okay. Bist du Schweine? Ich brauche hier was zum Futtern. Wo bist du, du Schwein? Ich hab's getötet. Danke, ich brauche Schweinefleisch, weil ich hab Hunger. Na, ess doch einfach mal was. Es kotzt sich gleich wieder, wetten wir. Vogelscheuche beim Tor. Okay. Hä? Da bist du. Ich such dich gerade. Wahnsinn. Hier. Okay, Vogelscheuche beim Tor. Ich denke mal, das wird grad Vieh sein. Also umherstreifen. 6 Schritte. Ja, warte mal. Stopp. An der Vogelscheuche beim Tor Richtung Nordwesten ist es Zeit, umherzustreifen. Ah, da blinkt was. Ja, ich weiß. Warte mal. Das habe ich auch schon gesehen. Lass uns erstmal hier drauf konzentrieren. Okay. So, wo müssen wir hin? Gehen Nordwesten. Nordwesten. 6 Schritte. Also erst 6 Schritte nach Nordwesten. So, warte mal. Wo ist der Kompass? Nordwesten 6 Schritte. Ja, keine Ahnung. Bis zum Felsen, sagen wir mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, da irgendwo. Warte mal. Und dann Richtung West-Südwesten. Zur Schaufelreifen. West-Südwest. Nö, nicht Maden aufnehmen, Leute. Lauter Maden. West-Südwest? Ja. Das ist zwischen Westen und Südwesten. Die Frage ist nur, wo? Lauter Maden greife ich aus. Oder ist das hier die Truhe vielleicht schon? Wahrscheinlich. Nein, kein Scheiß. Das ist er. Ah, Leute! Ja, sicher. Schatz entdeckt, Logbuch aktualisiert. Wie kann ich die wegschmeißen? Schaufel zu greifen. Das sind wir eigentlich. Was haben wir da eigentlich? Lauter Missionen. Außenposten Dagatus. Bis 7 Uhr und 13 Uhr eine Kiste Obst brauchen die. Der Handelsbund braucht eine Kiste. Guck mal, ich hab die aufgemacht. Was ist da drin? Gold nehmen. Gold entdeckt. Wow, 500 im Gesamt. Ah. Aua. Wo ist der Arsch? Weg da, du Sack. Ah, oh, Leute. Cool. Kein Seefahrer-Entermesser nicht. Kein Seefahrer-Entermesser nicht. Ja, passt. Super, haben wir das. Ja, aber das... Aber, das, nee, das, nee, das ist... Das ist immer noch nicht das, was wir haben müssen. Stimmt. Da müssen wir wirklich irgendwo hin und her schaufeln. Das muss doch irgendwo da sein. Wir graben den ganzen Strand um, Leute. Das ist mir egal, ey. Ja, eh, mir auch. So, ich muss mal ganz kurz schauen. Da ist die Vogelscheuche. Dann gehen wir mal 6 Schritte gegen Nordwesten. Das, ja, das sind ungefähr 6 Meter. Ja. Und nach 6 Schritten gehen West-Südwesten zur Schaufel greifen. Nordwesten ist Zeit, umherzustreifen. Und nach 6 Schritten gehen West-Südwesten. Ja, warte mal. Das heißt West-Südwesten. Ja, West-Südwest ist zwischen Westen und Südwesten. Das muss da sein irgendwo. Oh oh. Oh oh. Keine Munition mehr! Oh, Leute! Ja, ich habe nur noch 2. Au! Wo ist der? Überall. Überall. Sehr gut. Boah. Die lassen uns nicht einmal schaufeln hier. Ja, müssen wir, ne? Nützt ja nichts. Sirenensmaragd aufnehmen. Die Maden, die gehen. Oh, ich habe einen Sirenensmaragd. Den müssen wir unbedingt mitnehmen. Was sind da? Der bringt Geld. Wie kann ich den jetzt fallen lassen, ey? Wie kann ich das scheiß Teil fallen lassen, ey? Ich hab dein Kelch in der Hand, ist das normal? Ja, den kannst du beim Goldsammler abgeben. Cool.
Aber ich würde gern wissen. Ah, mit X. Mit X kann man Sachen wegwerfen. Kälteschreibegramm. Warte, ich gebe das den Kelch mal aufs Schiff, oder? Kannst du machen. Und dann kannst du danach den Smaragd, der da liegt, auch noch wegbringen. Oder gebe ich einfach die Kiste? Ich gebe das in die Kiste rein. Und leg alles in die Kiste rein und das gebe ich dann. Also Beute machen wir ordentlich. Alles in die Kiste, was wir finden. So, es wird weitergegraben, Leute. Es reicht. Gehen Südwesten. Ach, warte mal, wir sind falsch. Das geht von irgendeinem Punkt aus. An der Vogelscheuche beim Tor gehen Nordwesten, ist es Zeit. Das heißt, die gehen von der... Wir müssen von der Vogelscheuche 6 Schritte nach West-Südwest gehen. Okay. Nicht kein Eimer nehmen, was denn? 6 Schritte. Muss ja dann hier irgendwo sein. Ja, eh. Das muss eh da sein, das weiß ich doch. Aber es ist, ich meine... Hä? Ah, ich hab's, ja. Leute! Ja! Doch gehört, sehr gut. Voll cool! Also. Bitte. Da hast du die Ehre? Ja. Jawohl! Ja, pass auf, dann. Warte mal, du hast doch den Kelch jetzt oder hast du das schon zum Schiff gebracht? Nö, das ist alles in der Kiste, habe ich das verstaut. Nur noch die Kiste zusammenbacken und aufs Schiff. Dann nimm du die Kiste da, dann nehme ich die andere Kiste. Okay. Schatztruhe aufnehmen, Leute. Na bitte. Wo ist unser Schiff? Ja, auf der anderen Seite wahrscheinlich. Wahrscheinlich, genau, auf der anderen Seite. Da ist noch ein Schatz, oder? Wo? Oh. Deine Laterne, ja, hast du weggeschmissen. Ich habe aber noch andere Missionen. Au. Was ist jetzt? Jetzt habe ich was gebissen. Ja, eine Schlange. Oh mein Gott. Komm zum Schiff. Hopp, hopp, hopp. Schneller! Bin vergiftet, Leute. Nö. Wo ist denn unser scheiß Schiff? Ich habe keine Ahnung. Da ist noch eine Schlange. Ist egal. Ein Schwein verfolgt dich, Sebi. Das ist egal. Ich verfolge dafür auch ein Schwein. Genau. Hier läuft's. Mr. Wumpi. Ja, da hinten ist unser Schiff. Ja, juhu. Ich schwimme einfach mit der Schatzmunde an. Schneller. Blub, 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 blub. Wir werden verfolgt. So ein Feuerball. Junge. Junge. So super. Ja. Ah, endlich da die Mission abgeschlossen, hey. Hey, verrückter Mongo. Voll cool, hey. Ja, zu zweit macht's noch mehr Spaß, hey. Ha? Ja, und da oben pimmelt ein Geist rum. Oh mein Gott. Wo? Ja, der ist auf der Insel. Ach so, servus. Aber irgendwie war's das noch nicht. Ich bin noch nicht zufrieden. Ja, wir müssen die Scheiße erstmal wegbringen jetzt. Ja, das schon, ja. Da gibt's sicher noch mehr. Ja, ja, wir haben auf jeden Fall die Mission jetzt erledigt hier, ne? Aber ich habe auch noch einen Haufen Missionen, ey. So. So, mit X. Hä? Einfach X drücken. Mach ich doch, ich kann nichts ablegen. Ach so, du spielst mit Controller. Drück auf der Tastatur X oder drück B, keine Ahnung, was du spielst mit Controller. Okay, so, ja, hier. So. So, dann lichte mal den Anker. Fahren wir schon oder schauen wir uns noch um? Nee, wir bringen die Scheiße jetzt erstmal weg, bevor wir kaputt geschossen werden, Horsti. Okay, passt. Dann mache ich dich den Anker. Merkt ihr das bei Sea of Thieves? Bist du fertig, spring zurück. Stimmt. Los geht's, Leute. Und wir haben ja noch andere Missionen. Meine Schaufel hier weggeben, so. Setz die Schädel, Leute. Super, ab nach Hause, Leute. Gott sei Dank. So, jetzt schaue ich mich, während der Mr. Wumpi da fleißig fährt, schaue ich mir auf die Missionen mal. Weil wir haben da auch noch einen Schatz. Ich muss mal kurz die Karte runterchecken. Oh ne, wir müssen weiter links. Außenposten möchte eine Kiste Obst haben, Selbig, ich sag's dir nur. Ja, toll. Diese Handelsmission, da komme ich nicht mehr zurecht, ey, irgendwie. Wo kriegt denn das her? Die Suche nach Wissen im uralten Knochen. Du musst, glaube ich, eine leere Kiste nehmen und dann Obst da rein tun, bis die voll ist. Okay. Missionen haben wir einiges, Leute. Also, da habe ich sogar noch zwei Inseln. Ja, ich habe auch noch einen Haufen, ey. Ah, unsere Schätze hier nach Hause bringen, ist das toll. Auf jeden Fall.
Wahnsinn! Oh mein Gott, das Wetter. Wahnsinn. Ja, ich muss meine Munition nachfüllen, Leute. Oh ja, das muss ich auch. So, kurz Autopilot rein. So. Da. Alles nachfüllen, ne? So, ich glaube, da vorne ist der Außenposten schon. Ne, das ist Außenposten Galleon's Grave. Ja? Ja, das ist der falsche. Wir müssen... Nein, nein, ist egal. Nein, nein, beweg die Karte nicht. Ich guck von hier oben. So, stopp. Da sind wir ja hinhergekommen. Guck mal über dir. Guck mal hoch. Was ist da? Ja, zu mir hier. Hallo. Ich stehe hier über dir. Ich guck von hier oben auf die Karte. Ach so, wie geht denn das? Ja, du gehst einfach bis ans Gitter ran, guck. Ach so, her. Cool. Ja, ja. Ah, das ist ein anderer Außenposten, ne? Das ist egal. Gut, mach mal. Schön, ey. Da muss man nicht alles alleine machen. Ey. Cool. Außenposten Galleon's Grave. Jawohl. Bitte. Ja, wir fahren. Ich fahre bis vorne an. Nein, nicht den Anker. Natürlich. Wir können doch bis zum Dock da vorne fahren. Ja, warum? Brauchen wir nicht. Oh, nimm die Kisten, komm. So, Kisten nehmen, Schatztruhe aufnehmen und es geht schon. Und ja, Leute. Bumm. Wir sind schon in Folge 8 bei mir. Ja, ja, Leute. Ja, Folge 8. Ja, und jetzt mit dem Together auch noch, ey. Ja, voll cool. Spontan und Farbe, voll cool. Ich hab gestern übrigens nochmal mit Valheim angefangen. Echt? Wow. No. Cool, Valheim ist auch cool. Coolheim ist auch Fall. Coolheim ist auch Fall, ja. Lager der Schiffsbrüche. Ah, ich kann, warte mal. Ich muss die leer machen. Ja, du kannst deine, glaube ich, abgeben. Wohin? Ah, da. Hier bei dem. Servus, komm. Mit Henrys sprechen. Schatztruhe kann hier nicht abgegeben werden. Muss geleert werden. Hä? Ja, stell die hier hin. Dekorativen Kasten verkauft. Boah, wir machen voll Geld gerade. Was soll ich? Achso, jetzt da öffnen, ne? Verkaufen. Ah, help. Jawohl. Boah, Alter, wir machen Kohle. Nicht viel, aber. Unglaublich. Okay. Na bitte, Wahnsinn. Schon 9.500, Junge, ey. Der Wahnsinn. Schließen. Ah, haben wir da noch was drin? Die Kisten können wir uns nehmen und behalten, oder? Die sind nach dem Ausloggen und Ey, weg, okay. Die sind sowieso weg. Die kannst du hier stehen lassen, so. Okay. So, sollen wir noch eine Schatzsuche machen, oder was? Hast du Bock? Ja, auf jeden Fall. Wie lange brauchst du noch? Ja. Ich kann, ich habe bis 19 Uhr Zeit, mein Freund. Ja, passt, dann können wir eh noch. Aber warte mal ganz kurz. Ich habe eh noch ein... Was hast du für Missionen? Warte mal, was ist das denn hier? Oh! Die Suche nach Wissen in uralten Knochen. Captain Ryan Scarvison, Captain genau. Mary May, Gerüchten zufolge auf Marauders Arch. Irgendwelche Captains oder so. Hast du die auch, so eine leuchtende Schriftrolle? Ich muss mal schauen. Hier zeige ich dir gerade. Eine leuchtende Schriftrolle. Gerüchten zufolge auf Da musste ich jetzt schauen, ja. Missionen. Ich habe zum Beispiel, wie kann ich dir das zeigen? Mit rechter Maustaste. Ich hab Controller. Hm. Y, ne? Dann Sekundärtaste, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich spiele mit Maus und Tastatur, ist cooler. Okay. Warte mal kurz. Nö! Ah, Leute! Welche Taste drückst du denn, um zu machen? Um zu schießen oder um zu gucken? Ja, genau. Das und jetzt nimmst du die andere Taste, das wird ja RT wahrscheinlich sein, die rechte Schultertaste, dann machen wir die. Ja, genau. Das ist der Handelspostenauftrag. Ja, den habe ich auch, aber da habe ich keinen Bock drauf. Okay. Sollen wir das machen? Ja, warte, ich schau mal, ob ich das selber habe, weil ich habe nämlich da auch was. Nö. Ja. Gerüchten zufolge, das da? Warte mal, bleib mal stehen. Ja, das ist das. Dann machen wir. Ja, da komm. Marauders Arch. Oh. Bumm, im Wasser. Ja.
Das so könnte aber heavy werden. Egal. Heavy? Heavy, heavy, heavy. Heavy Metal! Maybe Hettel. Maybe Hettel. Los geht's. So, dann gehen wir mal zum Kommandotisch, ne? Zum Kommandotisch? Genau, registrieren, ne? So, kann ich gar nicht. Geht ja gar nicht. Was? Was denn jetzt? So, warte mal. Gerüchten zufolge auf Marauders Arsch. Aha. Dann suchen wir doch mal Marauders Arsch. Gerüchten zufolge auf Marauders Arsch. Okay. Enthüllt Geheimnisse lang. Okay. Captain Ryan Skirvison. Captain Mary May. Morris Peak. Die Suche nach Wissen in uralten Knochen. Okay. Sebi streift hier mit dem Finger umher. Echt? Ja, ich bin an der Karte. Ich suche gerade Marauders Arsch. Arsch. Muss man das irgendwie machen oder? Also irgendwie eintragen ins Ding? Keine Ahnung. Seefahrten des Captains? Nö, da kann ich nichts machen. Nee, ich hab da. Ah, da oben ist Marauders Arsch. Ich hab's gefunden. So, wo sind wir? Wo müssen wir hin? Wir müssen nach Norden fahren. Okay. Dann machen wir da doch mal eine Markierung hin. Zack. Ja. Stimmt. Da. Ja, da müssen das wir heißt, nach links. Wir fahren um die Insel und dann nach Norden. Da müssen wir die Karte im Auge behalten einfach. Ja, okay. Lichten Sie den Anker und hissen Sie die Segel. Ich mach die Segel schon. Wie sagt man auf Kapitänisch? Jawohl, Captain. Oder wie? Ja. Jawohl, Herr Kaloin. Ja, jawohl, Herr Kaloin. Genau, ja. Ja, das war beim U-Boot. Und los geht's, Herr Kaloi. Captain. Was? Captain Wumpy? Ja. Tauchen auf Seerotiefe. Genau, auf Seerotiefe. Ja, tschüss, Leute. Bis nächste Woche. Wir fahren. Tschüss. Tschüss. Servus, Leute. Brate ein Hähnchen für mich. So, also ich schaue auf die Karte. Ja, genau. Weiter, weiter, weiter lenken. Ja, das schaffe ich leider nicht. Der Felsen wird uns im Weg sein. Und jetzt dann geradeaus weiter. Ja, wir fahren nach Norden. Hm? Nach Norden, ne? Ja. Ja. Okay, Obeto, Koda. Nicht Titanic nachspielen. Ja, das versuche ich ja gerade. Check! 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 Geh doch, sauf doch schneller, bitte. Einfach geradeaus. Tschut, tschut. Tschut, tschut. Genau. Warum wird der Himmel so grün? Da kommt dann Black Water Enclave kommt dann. Aber da müssen wir vorbei. Insel direkt voraus, aber das ist die falsche. Besser als ein Eisberg. Stimmt, ja. Wahnsinn. Boah, dieses Wetter. Schon wieder mal bei diesem Sauwetter. Oh, da geht's noch einige Zeit. Dö. Oh mein Gott. Moppi. Ich weiß nicht, wie die Steuerung beim Controller ist. Da hast du ja so eine Art Waffenrad, wo du dann auf Meer gehen kannst, da kannst du die Waffe ausdrücken. Ja, cool. Nimm mal ein Benjo oder irgendwas. Das Geile ist, jeder, der mitmacht, ne, der passt sich der Melodie direkt an. Cool. Hier, guck mal, pass auf, dreh dich mal um. Siehst du da hinten die grüne leuchtende Festung? Ja. Alter, ich hab so ein Teil mal alleine auseinandergenommen, ne? Du musst das Steuer schnell! Da kommen ständig das Skelett- und Geisterkrieger, ja? So lange, bis der Captain kommt. Und wenn du den erledigt hast, dann kannst du die ganze Festung plündern. Da kannst du locker 20.000 Gold verdienen. Wahnsinn. Das ist kein Scheiß, ey. Ich hab so ein Ding mal alleine auseinandergenommen. Boah, da ist auch so was Glänzendes. Das Lila, ne? Ja. Kann ich dir aussagen, was das ist? Was ist das? Da kannst du tauchen. Ah, ne? Da brauchst du und du hast unendlich Luft.
Okay. Und dann ist da unten dann so eine Art Ruine am Meeresgrund. Und da musst du auch eine Horde an Wellen von Gegnern kaputt machen. Oh mein Gott. Mit so einem Zauberstab quasi. Und da verdienst du dir eine dicke goldene Nase dran. Wahnsinn. Ja, du musst mir gleich nur sagen, wo lang, aber warte mal. Geradeaus einfach. Geil, Junge. Voll cool. Bin Van Halen, Junge. Ja, voll.